Hallo, ich bin Philipp Haast von Investorstadt Aktien TV und hier möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich in Zinspilot investiert habe. Habe ja schon mal ein Video zu gemacht. Inzwischen habe ich mich registriert und werde da jetzt auch mal Geld anlegen. Nämlich 10.000 Euro plane ich und 5.000 Euro will ich ultrakonservativ anlegen, also in Deutschland mit Tagesgeld. Also man kriegt noch keine Zinsen und 5.000 Euro will ich vielleicht mit ein bisschen Festgeld, wo noch ein bisschen was draufsteht. Aber starten wir mal hier mit dem von Credit Plus. Jetzt bin ich in Zinspilot drin. Ich habe hier mein Anlage-Cockpit, bin registriert und ich relativ einfach und kann hier ein bisschen filtern nach verschiedenen Sachen. Und da sind verschiedene Banken dabei. Es ist ja so, theoretisch gibt es natürlich den Euro-Sicherungsfonds für bis 100.000 Euro, wenn es mal eine richtige Krise gibt. Das ist halt auch immer die Frage, was das wert ist. Deswegen muss man sich halt schon überlegen, ob es für einen ultrakonservativen Teil des Portfolios wert ist, ins Ausland zu gehen. Warum mache ich das überhaupt, wenn es hier ums Aktien geht? Ich habe ja auch die Portfolio Asset Matrix und da ist ja auch eine Komponente Cash, je nachdem, wie defensiv man ist. Und selbst wenn man im relativ aggressiven Bereich ist mit 8 oder 9, dann halte ich es trotzdem für gut, dass man 3 bis 6% des Vermögens in Cash hält. Und da ist zum Beispiel sowas wie Zinspilot eine gute Alternative zum Girokonto, wo es gar nichts gibt. Hat aber auch ein bisschen eine emotionale Komponente, ne? Weil im Girokonto das Geld gibt man dann mal schnell aus oder investiert es wieder. Und dass man einfach nochmal ein separates Konto hat als Reserve für schlechte Zeiten, auch gar nicht groß um Rendite zu erzielen, sondern einfach, dass es weg ist. Sicher, wenn mal irgendwas ist, hat man ein bisschen Cash. Ohne dass man. Eine Alternative wäre natürlich eine Kreditlinie, kann man auch machen, habe ich auch, aber ich finde es immer noch ganz nett, wenn man selber ein bisschen Cash hat. Jetzt kann ich hier wie gesagt, auf diese Anlageangebote gehen. Wie gesagt, die Zinsen sind schon extrem niedrig, aber es kann sich natürlich auch mal wieder ändern, dass es zumindest vielleicht ein bisschen mehr gibt. Es gibt hier noch 0,1%. Kann ich hier auf jetzt anlegen klicken. Gebe jetzt hier gleich meine Daten ein und überweise es dann einfach, wie ich zum Beispiel Geld auch einem Freund schicke oder eine Rechnung begleiche. Genau, auf dieses Konto muss ich das dann einfach überweisen mit Maximum 1 Million und Empfängername Philipp Haas, ja, das ist mein Name. Und den Verwendungszweck einfach dieses Credit Plus, damit die es zuordnen können. Kann ich mir noch ausdrucken, wenn ich das irgendwie damit zur Bank gehen will. Und das ist es eigentlich auch schon. Ich habe es mir jetzt nochmal gedruckt und ich könnte jetzt hier auch Sofortüberweisung nutzen, aber ich logge mich jetzt einfach in meine Sparkasse ein und überweise das Geld auf dieses Konto. So, die 5.000 Euro habe ich jetzt überwiesen. Das möchte ich nochmal, wie gesagt, ein bisschen mehr mit Zins, wo auch Festgeld ist, dass okay ist, dass das Geld ein Jahr weg ist. Versuche ich mal ein bisschen mir was raus. Und dann nehme ich jetzt die Signet Privatbank in Lettland. Und jetzt will ich natürlich wissen, wo gibt es den höchsten Zinssatz? Es gibt hier 60 Monate, das ist mir natürlich zu lang. Ich finde, sowas für 12 Monate wäre okay, maximal noch 18 Monate. Alpha Bank Rumänien, ja, das klingt eigentlich ganz okay, finde ich. 1%, das ist ja immerhin dann wirklich noch ein bisschen Geld. Und ja, 18 Monate ist okay. Das tue ich hier mal, das auf jetzt anlegen klicken. Kann es hier jetzt auch nochmal durchlesen. Ich könnte natürlich jetzt auch auf 12 Monate gehen, wenn ich hier draufklicke, das ist noch ganz gut. Wegen den 0,5, das passt. Jetzt klicke ich auf jetzt anlegen und habe dann wieder Überweisungscode, was wirklich ganz nett ist, finde ich, dass man einfach nur diesen Verwendungszweck machen muss und dann wird es zugeordnet. Ja, das ist dann einfach Festgeld 12 Monate, ist irgendwie logisch. Werde ich jetzt auch noch mal überweisen. Und das hier ist mein persönliches Zinspilotkonto, auf das ich das einzahle. Nach innerhalb von einem Tag wurde das Geld jetzt hier zugesprochen. Wir sehen es hier, dass wenn ich auf Anlage-Cockpit gehe und dann unter meine Anlagen, dann sehe ich das, was ich alles bekommen habe. Und ich habe, wie gesagt, zweimal 5.000 Euro, einmal super defensiv in Deutschland und einmal Festgeld, wo es immerhin 1% knapp gibt. Und das kann ich jetzt hier auch verwalten und einsehen und die Dokumente. Ja, es ist kein Hexenwerk, aber relativ übersichtlich. Man sieht hier einfach 10.000. Die Zinsen werden dann einmal auf das Referenzkonto überwiesen. So habe ich es zumindest verstanden. Das heißt, es summiert sich hier nicht auf. Ist auch in Ordnung, denke ich, und macht die Abrechnung ein bisschen einfacher. Das ist also Zinspilot, was ich für meine Cash-Reserve oder den sogenannten Rainy Day Fonds
nutze. Wenn ihr auch Zinspilot nutzen würdet, gerne den Link in der Beschreibung nutzen. Da könnt ihr ganz schnell, wie gesagt, ein Konto eröffnen. Allerdings, man braucht Postident. Ich mache es, wie gesagt, nicht wegen den Zinsen, sondern einfach, wenn irgendwann es mal mehr Zinsen gibt, dass ich so eine Lösung schon habe und dass ich einfach 10.000 Euro auf der Seite habe und nichts irgendwas anderes mit denen mache, worauf ich im Notfall mal drauf zugreifen kann. Und darauf kann man halt auch sein Geld einfach auf verschiedene Banken streuen. Ja, ich finde es einfach ganz gut und übersichtlich gemacht. Deswegen empfehle ich hier Zinspilot zu nutzen für die Cash-Reserve und eine Alternative zum Girokonto. Wenn ihr natürlich ein bisschen investieren wollt, wo es ein bisschen mehr Rendite gibt, dann schaut euch auch mal Bondora an. Da gibt man so 6% mit Peer-to-Peer-Krediten, ist aber ein anderes Risiko. Habe ich auch ein Video zu gemacht und ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und schaut natürlich auf dem Kanal vorbei. Da findest du auch viele Ideen zu Aktien, was aber ein anderes Segment ist. Aber da kann man natürlich noch mal mehr Rendite erzielen.